Hallo und herzlich willkommen, liebe Prison Architect-Freunde, zu der 100. Ausgabe von Prison Architect. Ja, ich weiß natürlich, dass zwischenzeitlich ein neuer Patch rausgekommen ist, beziehungsweise Alpha 19. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich ich war kurz davor, dieses Projekt einzustellen. Das war jetzt für mich eine schwere Abwägung. Mache ich die 100. Folge, die ich natürlich jetzt hier vorbereitet habe, oder stelle ich das Projekt ein? Warum einstellen? Ganz einfach wegen der bescheuerten Nachfragen und Nachrichten und sonstigen Botschaften, die ich von euch bekommen habe. Unter anderem, ich deabonniere dich, weil du nicht pünktlich am Tag vom Alpha 19 ein Update-Video gemacht hast. Auf dich ist kein Verlass mehr. Wozu habe ich dich eigentlich unterstützt? Noch Fragen? Nein. So, aber wir lassen uns das jetzt nicht nehmen, hier unsere 100. Folge zu feiern, denn das ist das zweite Spiel im Kanal, was es jemals geschafft hat, 100 Folgen zu bekommen. Ich habe das alte Gefängnis verkauft. Dies ist aber eine Special-Staffel. Das heißt, es ist Folge 100.1, Folge 100.2 und so weiter. Denn ich habe mir überlegt, wir werden einfach mal gemeinsam mit dem ganzen Geld hier ganz, ganz schnell ein großes Gefängnis bauen und ich werde euch dabei die Änderungen zeigen, die es so neu gibt. Aktuell nehme ich noch keine Gefangenen auf und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich hier alles bauen will. Das habe ich schon geplant und wir legen auch direkt mal los, dass die Bauarbeiter was zu tun haben und fangen an, hier schon mal Wände reinzubauen. Hier kommt die Übergangszelle rein. Irgendwie höre ich keinen Sound, warum nicht? Da muss ich noch einmal unterbrechen, ich höre keinen Sound. Einen Moment. So, jetzt höre ich auch Sound. Okay, also hier haben wir zunächst mal eine Übergangszelle. Da sind wir jetzt schon mal dabei, die Wände zu bauen. Im Grunde sehe ich jetzt aber nicht mehr, warum, wie weit die da schon sind. Keine Ahnung. Wir wollen natürlich dann so schnell wie möglich dann auch entsprechend die Gefangenen aufnehmen. Und weiter geht's. Hier habe ich dann geplant, ein Lager hinzubauen. Auch da können wir schon mal die Wände reinziehen. Dann haben die Jungs hier schon mal was zu tun. Wo machen wir denn hier? Machen wir den Übergang nach außen oder nach innen? Das habe ich noch nicht so ganz überlegt. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall muss hier auch irgendwo eine Tür rein, ne? Und dann haben wir eine Mitarbeitertür. So. Dann haben wir hier einen Besucherraum. Auch da würde ich sagen, machen wir mal hier so Türen dann rein. Ich weiß jetzt nur noch nicht. Machen wir das dann hier oben hin und dann mit Metalldetektor oder so? Ich würde mal sagen, ja. Das heißt, wir machen hier mal offen. Und dann ziehen wir hier eine Wand runter, hier eine Wand rein. Und das nächste, was ich überlegt habe, ist, dann kommt hier ein Klassenraum hin. So. Dann kommt hier unten eine Krankenstation rein. Auch da können wir schon mal die Wände reinziehen. Und anschließend eine Leichenhalle. Die habe ich irgendwie bei meinen letzten ganzen Gefängnissen auch irgendwie gar nicht gebaut. So. Dann kommt hier ein großer Duschraum. Der ist so mittig zwischen den Zellen. Traktoren. Sekunde mal, ich glaube, das ist 15. Muss das lang sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Machen wir mal hier 15. Und hier 15. Sieht gut aus. So, da kommt aus dem Duschraum hin. Dann haben wir hier, und jetzt fängt es interessant zu werden, hier haben wir jetzt erstmal einen Zellentrakt. Da wollen wir dann erstmal die ganzen Zellen reinbauen. Und da würde ich sagen, Da habe ich mir auch so ein paar Variationen überlegt, wie wir das denn machen können. Aber jetzt wollen wir erstmal hier die Bauarbeiter ans Bauen bekommen. Ich könnte auch wahrscheinlich die Zeit ein bisschen schneller machen, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, also, was ist neu in dieser Alpha 19? Tja, leider sind die Leute ja jetzt, die haben ja kein Abo mehr auf meinem Kanal, die das dann immer sofort am Release-Tag wissen wollen. Ich frage mich übrigens, was passiert, wenn mal irgendwie aus meiner Familie jemand stirbt und ich auf der Beerdigung bin, deswegen kein Video machen kann. Ob ich dann auch ein D-Abo kriege? Also Leute, manchmal habt ihr echt einen kompletten Hirnschuss. Da fällt mir nichts mehr zu ein, ehrlich nicht. Also, zum Beispiel ist neu, und das seht ihr, gleich immer zur vollen Stunde gibt es jetzt eine Abrechnung. Bis jetzt war es ja immer so, wenn zum Beispiel man in der Werkstatt ganz viele Sachen stehen hatte. Das heißt also Sachen im Sinne von Sachen zum Verkaufen. Dann hatte man ja das Problem, dass das immer nachts verkauft wurde. Man musste immer bis zur Nacht warten, bis da irgendwie mal Prütteln herbeikamen, dass man die verkaufen konnte, dass man dann neue Sachen kaufen konnte, wollte ich sagen. Und jetzt ist es so, dass es also eine stündliche Abrechnung gibt. Da wird da geguckt und dann gibt es einen sogenannten Exportbereich. Da werden dann die Sachen verkauft. Habe ich auch schon angelegt, kann ich euch gleich zeigen. Aber ich will jetzt erstmal hier so ein bisschen die Leute hier ans Bauen kriegen. Und da seht ihr auch schon, da wird fleißigst gewerkelt.
Und das ist jetzt einfach mal so ein Speedbuild oder so. Also, wir haben das Gefängnis geplant, bauen das dann zusammen aus und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Vor allen Dingen, wie weit kommt man mit einer Million? Das haben wir noch nie getestet, ne? Ja, das ist zum Beispiel neu. Das heißt also, man hat die Möglichkeit dann, die Abrechnung erfolgt dann immer über Nacht. Das heißt, man hat dann nicht mehr das Problem, dass man immer warten muss, bis der Geld kommt. Und dann wird also auch das, was man verkaufen will, also die Bretter oder die fertigen Numplates, werden dann in diesen Exportraum gebracht und werden dann wie der Müll, da seht ihr gerade Exports da oben, 100, wie der Müll wird dann vom Lieferwagen, werden die Sachen dann mitgenommen und dann entsprechend werden die Sachen dann verkauft. Einmal in der Stunde, beziehungsweise wenn der Lieferwagen von hoch fährt oder so. Ich glaube, es ist eher, wenn der Lieferwagen vom Hof fährt, ne? Und die stündlichen Abrechnungen finden natürlich dann auch noch weiter statt für die Sachen, die man, ja, an laufenden Kosten hat, sag ich mal. Ich glaube, wir machen das mal eben einfacher hier. So, hier ist nochmal so ein Zellentraktbereich. Und da können die Jungs hier mal jede Menge bauen. Oh, wir sind zu langsam. Doch nicht. So gerade noch. So. Ja, also erstmal hinreichend Zellen. Ich weiß gar nicht, wie viele Zellen ich vorgesehen habe für diesen ersten Ausbau hier. Aber ich werde jetzt erstmal all die Räume, die ich hier vorbereitet habe, machen. Das Einzige, was ich schon mal gemacht habe, ist, ich habe Büros gebaut, damit die Forschung läuft. Also ich hoffe, das seht ihr mir nach. Obwohl das eigentlich auch Quatsch war, weil wenn man sieht, wie schnell das hier geht. So, hier oben habe ich geplant Solitary Cells. Und dann hier wieder ein großer Duschraum. Und einige von euch kriegen wahrscheinlich gerade schon die Krise. Ich werde am Ende dieser Episode auflösen, warum ich eine gewisse Sache hier gerade die ganze Zeit mache, die euch wahrscheinlich tierisch auf den Senkel geht. So. Duschraum auch hier wieder 15, glaube ich, waren es. So, bis hierhin. Und hier 15. Wunderbar. Und hier auch nochmal. So. Lager, Lager, Lager. Da können wir dann gleich eine Tür reinsetzen. Übergangszelle, da fehlt ein Stück Wand. Dann haben wir hier... Achso, hier wollte ich das mal zeigen. Hier habe ich das angelegt. Also hier ist es dann der Exportraum der Sachen hingebracht, die wir verkaufen wollen. So, Werkstatt hier. Die Räume sind alle fertig. Leichenhalle ist fertig. Duschraum ist fertig. Das sieht schon mal alles ganz gut aus hier. Und dann kommen hier die ersten Zellen. Da habe ich irgendwie Chaos gebaut hier. Was habe ich denn hier gemacht? Da wollen wir mal hier die Wand abreißen. Und stattdessen hier... reinsetzen. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir dann auch die Einrichtung dahin bekommen. Aber wir lassen das erstmal so. Jetzt brauchen wir nämlich noch eine Kantine. Die habe ich hier geplant. Auch da machen wir erstmal hier Wände reinziehen. Und ich würde sagen, das hier ist die Küche. Und die Entwickler des Deutsch-Plugins haben auf mich gehört. Die haben jetzt Küche mit UE geschrieben. So, hier ist die Kantine. Ich habe jetzt mich bei dieser Variante hier für diesen Knast entschieden, nur eine große Kantine zu machen, denn ihr habt ja gesehen, was das immer für Probleme gab. Habe auch schon ein bisschen geplant, wie wir hier die Tische und Sachen reinstellen. Das habe ich auch mir schon so ein bisschen überlegt. Und ja, dann geht's weiter. Hier käme dann Duschraum hin, aber wir werden jetzt die Zellen noch nicht reinbauen. So, was ist noch neu in Alpha 19? Um wieder zurückzukommen. Wir haben eine Art Patch, oder nicht eine Art Patch, eine Art... ja, Quest-System würde ich sagen. Ihr kennt ja hier diese Aufgaben und die haben sich geändert. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Ich wollte nur eben hier... Hier kommt nämlich unser Workshop hin. Ne, da kommt ein Lager hin. Dann lassen wir hier mal... nochmal Platz. So, dann kommt hier ein Gruppenraum rein. Den werden wir auch noch schön einrichten. Und... hier seht ihr schon, was hier hinkommt, nämlich eine Wäscherei. Die habe ich jetzt mal hier so unten. Ich habe auch das Ganze nicht so ganz gerade gemacht. Ich habe immer so ein bisschen die Wände so ein bisschen versetzt, dass die hier mal, dass das nicht immer so langweilig aussieht, wie es bei mir sonst auch, wie es bei mir eigentlich immer aussieht. So, die Werkstatt kommt, glaube ich, hier oben hin, ne? Genau. Und dann würde ich sagen, ne, wo habe ich denn die Werkstatt vorgesehen? Ah, hier habe ich die Werkstatt vorgesehen, genau. So, dann machen wir hier mal eine Werkstatt. Ich habe hier übrigens auch so eine kleine Baumfarmen mit verschiedenen... Untergründen, damit man unterscheiden kann, was wann wo wächst. Übrigens seht ihr dann auch, je nach Untergrund wachsen auch andere Bäume. Das wollte ich auch nochmal zeigen. So, den Bereich hier habe ich schon angelegt, wie gesagt. Dann hier mit Personal, Sicherheitsbüro, hast du nicht gesehen. Das habe ich schon vorher gemacht, damit ein bisschen die Forschung läuft. Da wart ihr jetzt nicht dabei, aber ich denke mal, da habt ihr ja Verständnis für, ne? So.
Das ist auch alles fertig. Dann muss ich mal eben schauen. Hier oben habe ich, glaube ich, auch noch irgendwas, wollte ich hier hinbauen. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Ah, der Hundezwinger, genau. Der Hundezwinger. Dann bauen wir den auch noch. Und hört ihr schon die Bauarbeiter, beziehungsweise die, die da oben die, die Bäume alle abbauen. So, Hundezwinger ist auch im Bau. Jetzt haben wir natürlich schon die Mauern gesetzt. Jetzt könnten wir eigentlich mal hingehen und hier mal schauen, was haben wir denn an Einrichtung. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit dem Aufenthaltsraum und der, ja, der Übergangszelle vielmehr. Und zwar brauchen wir da an Einrichtung. Wir brauchen in der Übergangszelle an Einrichtung. Seht ihr da? Muss von Wänden und Türen versendet sein. Versiegelt sein. So, das brauchen wir. Dann brauchen wir Toiletten. Da weiß ich gar nicht, wie ich da die Wasserverbindung, die habe ich gar nicht, oh Gott, die habe ich noch gar nicht gebaut. Eieieiei, das gibt was. Also wir brauchen Toiletten und wir brauchen Bänke. Bänke machen wir natürlich anders. Wir machen zwar Bänke hier rein, aber wir wollen natürlich auch Betten hier rein machen. Würde ich sagen, machen wir so. Also das habe ich jetzt irgendwie noch nicht geplant, wie wir das machen. Toiletten. Und dann würde ich sagen, machen wir das wieder so, wie wir schon mal gemacht hatten, dass die so richtig schön hier da in aller Ruhe Wurstel reinlegen können. Nämlich ohne, dass da jemand reinspannt. Machen wir hier einfach mal die Toiletten mit so Trennwänden und dann noch Türen davor. Na toll, das kommt hier wieder überhaupt nicht hin. Macht nix, da machen wir hier mal eine Spezialtoilette. Seht ihr, und da vorne haben wir jetzt Geld für Exporte bekommen. So, und wer halt nicht möchte, dass man ihm beim Kacken zuguckt, der geht halt hier hin. Die anderen beiden können dahin gehen, so. Und wir brauchen ein paar Betten. Da würde ich sagen, wir stellen auch mal ein paar Betten auf. Und zwar, damit wir dann zeitnah die ersten Gefangenen aufnehmen können. So. Übergangszelle fertig. Was hatten wir hier? War Lager, genau. Dann müssen wir jetzt mal eben gucken, wegen der Versorgung. Oi. Ein großes Rohr. Wo haben wir denn hier eine Wasserpumpe? Habe ich denn hier unten überhaupt irgendwo eine Wasserpumpe hingebaut? Ich glaube, das war nämlich das, was ich die ganze Zeit noch vergessen habe. So, wir haben hier Strom. Da setzen wir hier jetzt mal eine Pumpwerk. Doch, wir haben ein Pumpwerk, aber das ist auf deiner Seite. Dann bauen wir hier noch eins hin. So. Das braucht natürlich auch Strom. Und dann können wir hier Hauptrohre legen. Da würde ich sagen, Versorgung, großes Rohr. Wir legen ein großes Rohr. Und zwar einmal hier durch den Hauptgang. Ich weiß gar nicht, wie lang die Rohre, also wie lang man die machen darf, bevor die anfangen zu streiken. So. Und dann brauchen wir natürlich hier für unsere Sanitärkeramiken weitere Rohre. So. Besucherzimmer können wir auch mal eben einrichten, wo wir gerade hier schon dabei sind. Im Besucherzimmer brauchen wir eine ganze Reihe Besuchertische. Und jetzt kann man die auch richtig rumdrehen. Also dieser Fehler wurde auch offenbar gefixt. Hier will ich mich jetzt nicht so wie beim letzten Mal dran aufhalten, dann irgendwie so das so zu designen, dass man dann von einer Seite reingehen kann, von anderen raus und so. Also das will ich jetzt diesmal nicht machen. Das Einzige, was ich auch hier machen will, ist denen so ein bisschen Privatsphäre geben. Wobei ich glaube, hier kommen die dann nicht da hinten reingelaufen, oder? Und die machen wieder Krach hier mit den Rohren. Oh mein Gott. Also so kommt man hin, so kommt man hin, so kommt man hin. Das geht. Ja, der muss ja halt über den Tisch klettern, der da sitzen will. Ist mir auch egal. Sollte eigentlich funktionieren. Okay, so. Hier werden fleißig Rohre gebaut. Ich wollte ohnehin ja mal bei den Arbeitern mal näher hinhören, weil die machen echt lustige Geräusche. So, dann brauchen wir weitere Versorgungsrohre, nämlich einmal hier für die Dusche. Hier oben haben wir ja schon eine. Die legen wir einfach mal mit hier rein. Dann ein Hauptrohr. Nein, nicht wieder Rohre ineinander stecken. Dann wisst ihr ja schon, was dann passiert. Dann geht nämlich nichts mehr. So. Und dann legen wir einen großen Kranz. Kleine Rohre, da sollen dann erstmal nur an den Wänden die Duschen hin.
würde ich sagen, dass wir das so machen. So, und dann müssen wir natürlich hier noch zwei Abflüsse reinsetzen und eine große Gefängnistür. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Auch da wieder 400 für die Exporte. Dann würde ich sagen, wir richten mal fix die Zellen ein hier. Und zwar brauchen die Zellen hier, sagen wir mal, kriegt die Zelle hier ein Bett. Und dann kriegt die Zelle... Machen wir mal Luxuszelle. Wir kriegen jetzt... wieso sind die übrigens größer hier, die Zellen? Habe ich mich da überfehlt? Oder habe ich die alle 4 gemacht? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Habe ich echt alle Zellen 4 groß gemacht? Ich habe, glaube ich... Aber hier habe ich die Zellen wieder anders geplant, mit nur 3, genau. Und hier habe ich sie auch anders geplant. Auch mit 3. Und hier habe ich sie mit 4 gemacht. Da kommen hier die Luxuszellen hin. Okay. Warum auch immer ich das gemacht habe. Da kriege ich überhaupt weniger Zellen rein und so. Vollkommener Quatsch eigentlich. So, dann braucht er eine Toilette. Dann braucht er... Was kriegt er denn noch von mir hier in seine Zelle rein? Damit er sich wohlfühlt. Wo ist denn... Wo sind denn die Bücherregale hin? Doof. Müssen wir erstmal hier sagen, dass das Zellen werden sollen. So. Wunderbar. Oh, jetzt können wir auch auswählen hier. Da muss ich nicht mehr in der Einrichtung rumwühlen, was wo ist. Hier ist das Bücherregal, genau. Da ist eine Bibel drin. Da kann er mal über seine Sünden nachdenken. Wie rum steht denn das richtig? So rum, so rum, so rum. So rum, so rum, so rum. So rum. Ich weiß nicht, so rum, oder? Oh. Okay, damit hätten wir diese Zelle fertig und da haben wir das Problem mit den Lichtern hier. Naja, ich weiß auch nicht. So, das heißt, wenn das das ist noch nicht eingebaut. Okay, dann können wir ja, während wir darauf warten, dass die erste Zelle, damit wir die klonen können, schon mal hier die nächsten wieder bauen. Also an Zellen soll es ja dann nicht scheitern. Und dann würde ich sagen, dass wir dann, wenn wir das alles soweit grob fertig haben... Diese Folge kriegt ein bisschen Überlänge, weil, ja, die ganze Zeit verberge ich ja was für euch. Einige haben es wahrscheinlich schon herausgefunden. Diese 100. Mini-Staffel, ich weiß nicht, 1, 2 Folgen werden das geben, mit Überlänge wahrscheinlich. Ganz genau habe ich mir das gar nicht überlegt. Ich baue einfach mal drauf los. Und das ist ja, dann so, dass, dann mit der normalen Alpha geht es dann in 1, 2 Wochen geht es dann weiter. Dieses Mal halt eine kleine Pause, weil auch noch ein paar andere Projekte halt laufen sollten und so weiter. Tja, und die Leute, die das halt, die Wert drauf legen, haben mich ja eh schon deabonniert. Ja, Idioten. So. Was hatte ich noch? Isolationszelle, genau, die wollen wir hierhin bauen. Das heißt, wir bauen hier mal so und so. Und da muss ja nichts rein, ne? Da muss ja nur von Wänden und Türen. Das heißt, hier könnte man schon mal hier diese Schwerverbrechertüren einbauen. Die sind übrigens richtig teuer. Finde ich eine Schweinerei, sowas. So, Isolationszellen fertig. Was ist denn hier jetzt mal mit der Einrichtung? Ach, das dauert noch. Okay, dann können wir hier schon mal weitermachen. Und zwar kommt dann hier, kommen dann schon mal die Duschköpfe rein. Oh, wie fleißig die hier sind, die Jungs. So. Also Dusche haben wir dann schon mal genug, würde ich sagen. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Dann müssen natürlich die Rohre jetzt wieder hin. So. Wunderbar. Und ja, das ist jetzt einfach mal hier zum so ein Jubiläums-Special mal etwas anders. Ich hatte ja eigentlich gedacht, so eine 100-Minuten-Folge, das werde ich nicht machen. Hier habe ich stattdessen für das hier, was ich hier vorbereitet habe, in liebevoller Kleinarbeit vorbereitet habe, entschieden, das so zu machen. Guck mal, was hier alles rumliegt. Grandios. So, okay, Besucherraum ist fertig. Klassenzimmer, genau, den können wir mal, das können wir mal weiter einrichten. Auch da würde ich sagen, machen wir eine große Gefängnistür rein. Und dann brauchen wir einen Schreibtisch für den Lehrer. Da muss ich erstmal wieder gucken, wie rum muss denn der? So rum. Und dann brauchen wir Pulte. Und zwar so rum. 20 Stück gehen, glaube ich, rein. Wir könnten nun hier mal gucken, was wir für eine Aufgaben jetzt alle schon erledigt haben hier. Denn, wo ist es denn überhaupt? Da. Grundlegende Haftanstalt. Und
erst wenn wir diese Punkte erledigt haben, baut dann weitere Sachen, schalten sich dann frei. So, Krankenstation. Erst will er, was will er denn haben? Erstmal die Küche und die Kantine. Dann machen wir das erstmal. Diesen Duschraum, wollen wir den schon einrichten? Ja komm, den richten wir auch mal eben ein. Nicht, dass es hinterher, dass die da alle reinrennen und wollen da duschen und nichts funktioniert. Wir müssen dann ohnehin erst alles einrichten, bevor die Gefangenen kommen. Dann machen wir das mal fix. So, jetzt werde ich ein Rohr in das andere reinstecken. So. Und dann brauchen wir Duschköpfe. Duschkopf. So, und da haben wir dann auch ordentlich Platz. Wunderbar. Da setzen wir auch nochmal wieder zwei Abflüsse rein. Und eine große Gefängnistür. Wunderbar. Duschraum fertig. So, hier die Zellen. Muss ich mal gucken, ob wir da oben jetzt endlich klonen können. Das ist ja echt nicht wahr hier, dass das so lange dauert. Aber gut, ist natürlich viel zu tun hier für die Jungs. Ist immer noch nicht fertig. Gut, dann schauen wir mal hier, dass wir unsere Kantine einrichten, beziehungsweise erstmal die Küche einrichten. In der Küche habe ich vorgesehen, zweimal hier so eine Abflussding. Warum habe ich das denn so lang gemacht? Da ist irgendwas nicht richtig. Das wollte ich anders machen. Wo habe ich den denn eingeplant? Oder ich habe es echt falsch geplant. Oder die haben die eine kürzer gemacht, kann auch sein. Oder wollte ich da einen Tisch hinstellen? Ich stehe jetzt echt gerade um den Schlauch. Wo wollte ich denn hier die Spülen hinmachen? Ich mache jetzt einfach mal hier zwei Spülen hin. So. Und dann können wir hier die Planung hier mal wegmachen. So, okay, da kommen zwei Spülen hin. Das heißt, da brauchen wir Wasser. So, dann brauchen wir, jetzt würde ich sagen, wir haben das beim letzten Mal nicht gemacht, aber ihr habt mich natürlich korrekterweise darauf hingewiesen. Zwei Sachen noch. Einmal hier Mülleimer. Und dann brauchen wir... ist empfohlen, dass man, oder habt ihr mir empfohlen, das werden wir mal testen, beziehungsweise machen, wir werden dann auch mal hier einfach Tische reinstellen, wo wir Sachen abstellen, damit die nicht immer verschludern. So, und dann brauchen wir Herde. Da würde ich sagen, wir machen jetzt erstmal, was habe ich denn hier? Machen wir hier mal eine ganze Reihe Herde hin, damit da auch nichts schief geht, und hier machen wir eine ganze Reihe Kühltruhen hin. Soll ja keiner sagen, dass hier nicht genug Leute dann arbeiten können oder so. So. Und die brauchen natürlich Strom. Da wollen wir warten. Ich weiß nicht, warum das Stromkabel da rein muss. Das heißt, wir machen dann hier schon mal eine Kantine weiter. In der Kantine brauchen wir Serviertische. Und zwar... warum ist der... Warum muss denn der jetzt mit dem Sieb nach oben? Ne? Nee. Hä? Seht ihr das irgendwie? Stimmt hier was nicht? Also so würde er sagen... Ah, der zeigt jetzt sogar an, ob da Platz ist oder nicht. Also so kommt man von der Seite dran, da mit diesen Griffen dran. So kommt man von der anderen Seite dran. Das ist doch Quatsch, ist das doch. Ah, und die habe ich zu kurz geplant. Die sind jetzt 5 lang statt 4. Na toll! Oh, da haben sie die Längen geändert. Eieieiei. Ja, da müssen wir mal umplanen. Da müssen wir das anders machen. Da müssen wir erstmal so hier. Und so hier. Und so hier das machen. Das ist aber echt blöd. Da müssen wir einmal komplett umplanen. Da müssen wir auch hier die Wände ändern. Dann müssen wir hier mal die Wand abreißen. Hier... neu hinbauen. Und auch hier, das gibt nichts. Tja, das ist natürlich ärgerlich. So, hier wird fleißig gebaut. Jetzt gucken wir mal, ob jetzt hier die Zelle fertig ist. Und ich glaube es ja nicht. Weil die sind immer noch am Rohre liegen hier. Ja, die sind immer noch hier mit der Dusche zugange. Dafür ist sie fast fertig. Sehr gut. So, was haben wir hier? Das ist aber schon mal soweit. Was ist das denn hier? Was habe ich denn hier für einen Mist zusammengebaut? Das ist doch alles nicht wahr. Und ihr habt das wahrscheinlich wie alle gesehen und habt den armen, wehrlosen Monitor angeschrien.
Eieiei, so, das machen wir mal alles wieder weg hier. So. Das machen wir nochmal. Okay. Klassenzimmer ist auch gleich fertig, sehr schön. Krankenstation, damit können wir weitermachen. Und zwar brauchen wir da ein paar Betten. Sehr gut. Und hier unten brauchen wir ein paar Leichenbahren. Ich plane schon mal ein paar Aufstände mit ein, wie ihr seht. So, Stromversorgung sieht okay aus, Pumpwerk sieht okay aus. Ist denn die Versorgung dann auch hergestellt? Jawohl, die Versorgung ist auch hergestellt. So, hier der Duschraum ist noch in Arbeit. Okay. So. Ja, dann würde ich sagen, wir warten ja gerade drauf, dass hier immer... Das ist ja... Das dauert und dauert und dauert. Auch hier oben sind die noch nicht fertig. Tja, und das hier ärgert mich echt. Also, dass das hier nicht passt von der Aufteilung her. Okay. So, ich würde jetzt Folgendes vorschlagen, weil wir die ganze Zeit jetzt warten müssen. Ich breche an dieser Stelle die erste der beiden oder drei, wie viele Folgen auch immer das werden, der 100.1 Folge breche ich an dieser Stelle ab. Lasst die in der Zeit, wo ihr jetzt nicht gleich dabei seid, schon mal weiterbauen. Aber dann die nächsten Bauaufträge gebe ich dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, das ist in eurem Sinne. Warum kann ich hier Expansion nicht erforschen? Weil ich keine Buchführerin eingestellt habe. Okay, warum kann ich das nicht? Weil ich wahrscheinlich keine Einnahmen habe, ne? Buchhälterin. Da überschreite ich täglich ein Jahr, okay. Ja, also, was es dann hier mit diesem Ding auf sich hat, ob ihr da richtig liegt, werdet ihr vielleicht schon in der nächsten Folge erfahren. Denn einige haben wahrscheinlich schon eine Vermutung, was ich hier gerade die ganze Zeit mache. Mal schauen, ob es stimmt. Also, bis zum nächsten Mal, haut da rein, danke fürs Zuschauen. Empfehlt die Videos weiter, wie immer. Ja, bis zum nächsten Mal. Und vielleicht schreibt mir in die Kommentare, ob ihr verstehen könnt, was ich am Anfang dieser Folge gesagt hatte. Denn irgendwie langsam, irgendwann fragt man sich dann auch, wo bin ich eigentlich hier? Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.